Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 29. August 2019. Heute haben wir Kraft. Es ist auch Lebenskraft. Sonne bildet sich in Konjunktion mit Mars. Sie wirken gemeinsam. Das kann auch Vater-Sohn-Verbindung bedeuten. Wir haben die Energie, etwas untersuchen, analysieren und klären. Diese Sonne-Mars-Konjunktion befindet sich nämlich in der Kreiszeichen Jungfrau. Die Merkur-Energie unterstützt dabei. Merkur bewegt sich im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne, über die Tierkreiszeichen Jungfrau herrscht Merkur. Also wieder diese Sonnenkraft klärenden Gesprächen führen. Die Löwe-Energie gibt den Impuls, dieses feurige Temperament aktiv zu sein, uns zu behaupten. Und Jungfrau unterstützt dabei, vernünftige, kluge Gespräche führen. Heute sagt unserem Gefühl, wie wichtig das ist, für die Gerechtigkeit uns einsetzen. Das löst aus ein Mond-Jupiter-Trigon. Mond in der Kreiszeichen Löwe, Jupiter im Schütze. Und dieser Feuerelement wirkt natürlich auch. Diese Verbindung bedeutet auch Glück und wir sollen dieses Glück wahrnehmen und auch aktiv sein. Feuerelement ist aktiv. Ein Neptun-Jupiter-Quadrat wirkt aber auch. Vorsicht, es sind Täuschungen, Vortäuschungen, Enttäuschungen oder Betrug. Diese Neptun-Energie kann auch Themen auslösen wie Alkohol oder Drogenproblemen. Und dieser negative Einfluss verunsichert uns und diese inneren Unsicherheit spüren wir auch. Das ist nämlich ein Mond-Neptun-Quinkungsaspekt. Mond im Löwe, Neptun in Tierkreiszeichen Fischen. Und wir stellen die Frage oder wir sind nachdenklich, was sollen wir überhaupt glauben und wen können wir vertrauen? Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.